From the producers of The Blob and Prince of Darkness and the special effects wizards behind Evil Dead 3, Hard Target, and Batman Returns, comes the science fiction film of the year. It came from another galaxy. It transformed one of Earth's smallest insects into a bloodthirsty swarm of... Ja, die erste Empfehlung ist Mosquito aus dem Jahre 1994 und wie man anhand des Trailers auch schon sehen kann, handelt es sich hierbei um einen sehr trashigen Creature-Feature-Monster-Streifen, der trotzdem auf handgemachte Effekte setzt, obwohl der Mitte der 90er hätte man auch schon irgendwie CGI oder so nehmen können, aber man sieht ja einfach, dass Fans am Werk waren, denn die Monstereffekte sehen schon sehr billig aus, aber trotzdem machen sie dann auch deutlich mehr Spaß. Hier sieht man auch eine ausgesaugte Leiche und dann fliegen diese komischen Dinger halt durch die Gegend und saugen die Leute auf blutrünstige Art und Weise aus. Und außen spielt ja auch Gunnar Hansen mit, der spielte so einen sadistischen Bankräuber und der hat eine ziemlich coole Rolle und außen darf ich ja auch mal wieder die Kettensäge anschmeißen, denn Gunnar Hansen hat ja damals in 1974 im Original Leatherface mitgespielt, hier sieht man ihn. Und die Effekte sind sehr billig, aber der Film macht trotzdem relativ viel Spaß. Er hat hier und da aufgrund einer Laufzeit von 90 Minuten vielleicht so ein, zwei Stellen, die man hätte ein bisschen kürzer machen können. Aber trotzdem, ich finde, der Film macht sehr viel Spaß und ist auch sehr unbekannt. Und deswegen finde ich, dass man ihn sich einfach mal anschauen sollte und dass man ihm halt einfach mal eine Chance geben sollte. Rachel Lozell. Tim Lovelace. And Gunnar Hansen. Ja, der Film erschien vor längerer Zeit bei 10 vor Laservision, unter anderem auch als Mediabook, aber auch als Nummer 1 in der New Trash Collection in einer recht schönen Veröffentlichung. Und das Cover sieht ja auch ziemlich cool aus, auch wenn das Original-Kinoplakat so ein bisschen mehr 80er Jahre bzw. 90er Jahre Atmosphäre hat. From another galaxy. From another world. Comes the embodiment of fear. What the hell was that? Ja, und Empfehlung Nummer 2 ist auch gleich mein liebster Trash-Film aller Zeiten hinter Roboter der Sterne, und zwar Night Beast, Terror aus dem Weltall aus dem Jahr 1982 von Regie-Legende Don Dola, der in den späten 70ern und frühen 80ern ganz, ganz viele abstruse Trash-Filme mit seinen Nachbarn und Verwandten in seinem Vorgarten gedreht hat. Und hier geht es halt darum, dass ein sehr hässliches Alien mit einer sehr billigen plastikfliegenden Untertasse auf der Erde abstürzt und die Aufgabe des bekloppt aussehenden örtlichen Sheriffs ist dann halt, das zu unterbinden, weil dieses Alien, was halt ein Alien so macht, einfach random durch den Wald läuft, durch den Vorgarten läuft und die Leute halt mit seinem Laserblaster auflöst und Arme und Köpfe abhackt. Nebenbei gibt es eine sehr peinliche Romanze zwischen dem Sheriff und seiner Gehilfin und auch ein sehr dämlich agierendes Duo von so einem dummen Wissenschaftlerpärchen. Dann gibt es auch noch so einen bekloppten Biker, der einfach hier und da mal auftaucht und Leute ohne Sinn und Verstand verprügelt. Und es ist einfach wahnsinnig trashige Unterhaltung, wenn dieses Alien-Viech da bei Nacht durch den Wald läuft, wie gesagt, die Leute hier mit seinem Laserblaster auflöst. Und das Ganze hat einfach wahnsinnig gute Videothekenscham. Und außerdem gibt es auch noch einen sehr coolen Elektro-Soundtrack von Jeffrey Abrahams, der später, hier war er noch 16 Jahre alt, den Soundtrack, die Regie, die hat er nur den Soundtrack gemacht, er hat später die Regie bei Star Wars Episode 7 ins Episode 9 gemacht und da kann man auch nur sagen, jeder fängt mal klein an. Und der Film wurde auch von Troma dann vertrieben in Deutschland und das passt einfach und ich liebe diesen Film einfach, es ist einfach eine wahnsinnige Trash-Granate, die ich jedem Trash-Fan ans Herz legen kann. Und auch die Cover sehen einfach richtig cool aus und haben so einen lustigen Trash-Charme, wenn da einem die Hackfresse des Aliens gleich präsentiert wird. Und der Film wurde in Deutschland, wie gesagt, von Troma Entertainment vertrieben und kam auch einige Male von 84 Entertainment in einer Hardbox raus. Und ich suche schon seit langem die kleine Hardbox mit Cover A. Und wenn das halt mal jemand hat, ich würde sie gerne kaufen. Thank you.
Und als Empfehlung Nummer 3 habe ich noch einen schönen Schwarz-Weiß-Klassiker aus dem Jahr 1955 dabei, und zwar Die Rache des Würgers von niemand geringerem als Regielegende Ed Wood, der hier zusammen mit Bela Lugosi, der ja auch leider in seiner vorletzten Filmrolle überhaupt zu sehen ist, einem wahnsinnig unterhaltsamen 50er Jahre Mad Scientist Trash-Film auf die Leinwand zaubern, und ich muss wirklich sagen, dass ich ihn unironisch wirklich unterhaltsam fand. Der Film wird oftmals sehr, sehr schlecht gemacht, aber von der Qualität her ist er deutlich besser als Woods Plan 9 from Outer Space. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu den restlichen 50er Jahre Science-Fiction-Filmen finde ich den hier sogar noch solide. Klar, es gibt solche Momente, wo Bela Lugosi da stumm im Sumpf liegt und die Arme der Krake bewegen muss, weil die natürlich nur aus Plastik besteht und sie sich nicht selbst bewegen kann. Aber von der Szenerie finde ich das sehr, sehr schön gemacht. Bela Lugosi gibt auch in seiner letzten Rolle nochmal alles, obwohl man ihm auch schon ansieht, dass er hier ziemlich schwach ist und, über seinen Zenit auch schon hinaus ist. Aber trotzdem, ich finde Die Rache des Würgers eigentlich recht unterhaltsam und ist einfach ein sehr atmosphärischer und charmanter, typischer 50er Jahre Science-Fiction-Film, und ich finde, wenn man natürlich Fan von Ed Wood ist, muss man den hier einfach mal gesehen haben. Und als Tipp auch noch, es gibt ja die Biografie von Ed Wood mit Johnny Depp. Hier werden noch einige Hintergrundinfos zu dem Film gezeigt.